Zum Schulfest am 30. Juni 2012 feierte die katholische Grundschule St. Bonifatius in Düren das Ergebnis ihrer Projektwoche. Die Kinder, die aus vielen unterschiedlichen Nationen stammen, präsentieren ihre Ergebnisse nicht nur mit Freude, sondern auch mit sehr viel Stolz. Spiele aus aller Welt, internationale Musik und Kunst, Theater aus aller Welt, internationales Essen- und Kuchenbuffet, ein Trödelmarkt sowie eine Tombola zum Abschluss mit vielen schönen Gewinnen. Zum Schulfest war auch die ehemalige Lehrerin Christine Peters eingeladen, die mit ihrem eigens initiierten Projekt Hilfe für die Schulbildung in Afghanistan Schulhefte und Schulmaterial verkaufte, deren Reinerlös direkt und unvermindert nach Afghanistan geschickt wird. Tanja Schneeweiß, die kommissarische Schulleiterin der Grundschule, zeigte sich unverkennbar erfreut über diese Gastaktion. Sie selbst kaufte Hefte, die sie mit Namen versehen in die Spendenkiste zum Versand nach Afghanistan warf. Eine Schülergruppe, die sich für den Trödelstand kompetent zeigte, verkaufte gebrauchte Spielsachen ebenfalls für einen guten Zweck. Einen Teil ihres Erlöses möchten sie unter anderem dem AfG-Projekt von Christine Peters zukommen lassen. Und hier wird die Eigeninitiative der jungen Schüler gleich ausprobiert. Die Kinder beschafften selbst einige noch brauchbare Spielartikel, die auf ihrem Trödelmarkt zugunsten ihrer Schule, aber auch für Hilfsaktionen wie das Afghanistan-Projekt für wenige Euro oder gar Cent veräußert wurden. Es gibt viel zu erleben, hieß das Motto der Bonifatius-Grundschule in diesem Jahr. In der Turnhalle der Grundschule wurden den Eltern kurze Theaterstücke vorgeführt, ergänzt durch bekannte Musikmelodien, wie hier das mexikanische Küchenschabenlied La Cucaracha. Durch die lustigen Beiträge, die die Kinder ihren Eltern und Verwandten mit Herz und Gefühl präsentierten, blieb nicht jedes Auge vor Freude trocken. Die Kinder selbst entwickelten einen gewissen Stolz, der sie für einen kurzen Moment zu Erwachsene werden ließ. Tischgespräche. Schüler und Eltern unterschiedlicher Nationen sitzen an einem Tisch. Der Versuch, damit Kommunikation unter Eltern und Kindern herzustellen, ist beabsichtigt, auch wenn es sprachbedingt nicht immer funktioniert. Das AfG-Projekt mit eigenem Stand. Christine Peters ist Leiterin des Projekts, zu dem das Kulturforum Europa die Schirmherrschaft übernahm. Bisher sammelte Frau Peters bereits über 20.000 Euro Geld und Sachspenden, die über die Transportwege der Bundeswehr nach Afghanistan gebracht und per Videodokumentation ausgeliefert wurden. Hilfe, die ankommt, versicherte Christine Peters und freut sich, auch hier beim Schulfest St. Bonifatius dabei sein zu dürfen. In every culture, children are the future. For the development of a country, it is vital to invest in education of its children. But that is difficult, especially in rural regions of Afghanistan. In remote areas, residents are thankful for any kind of support which improves the education of the children. The soldiers unloaded cuddly toys and paper for the young pupils. Whilst the children eagerly watched the scene, the soldiers disseminate school bags for the other pupils. How do the children feel? Today we are very happy. We thank ISAF. The initiator talked about the new furniture. They could be built due to donation money from Germany. The money came from the city Düren, twinned to my home base. At a middle school they collected so much money that the furniture for the school in Aliabad could be ordered and produced. And it was quite important to us that it wasn't just a delivery from Germany. This furniture has to be built here in Afghanistan.
The children are very disciplined and they attentively follow the instructions. It's very effective for the pupils because they will be encouraged to learn. Now they will continue their lessons regularly. We feel very happy. It would be good for the pupils if such a support would occur in schools all over Afghanistan. It's a really good action for education. At last, the manufacturer delivered the furniture in a traditional way by a wheelbarrow. Pupils and residents unloaded together the wheelbarrow and prepared the replacement. So the children can better learn for a brighter future. In vielen Gebieten kriegerischer Auseinandersetzung gibt es bis heute noch keine soliden Schulbauten. Stattdessen nur Zelte oder günstigenfalls ähnliche Überdachungen. Von Hilfsmitteln wie Schulhefte, Ranzen, Stifte und Schreibmitteln ist noch ganz zu schweigen. Das AFG-Projekt hat sich zur Direktive gesetzt, helfende Maßnahmen jeglicher Art zu ergreifen, dass solche Missstände mit einfachen Hilfsmitteln schnellstmöglichst gelindert oder beseitigt werden. In einer Welt des Wohlstandes, den wir aus Europa kennen, werden derartige Zustände als menschenverachtend oder menschenunwürdig bezeichnet. Generalleutnant AD Walter Jerz war zuletzt Kommandeur des Luftwaffenführungskommandos der Bundeswehr. Seit seiner Pensionierung schreibt er unter anderem Kinderbücher. Der Reinerlös seiner gefragten Exemplare kommt ebenfalls dem AFG-Projekt zugute. Er selbst weiß aus eigener Erfahrung nur zu gut, welch strahlende Augen er damit bei den afghanischen Kindern auslöst. Mit einem herzlichen Dankeschön, nicht zuletzt auch mit diesem kurzen Videobeitrag, möchte sich das AFG-Projekt, vertreten durch Christine Peters, bei der KGS St. Bonifatius für die Teilnahme am diesjährigen Schulfest liebevoll bedanken. Sie alle, aber insbesondere auch die Schüler, haben für uns einen wertvollen Beitrag zur Förderung hinzugegeben. Der AFG-Stand zeigt im Hintergrund einige Fotodokumentationen über den aktuellen Zustand in manchen ländlichen Regionen Afghanistans. Schnell wird dem Betrachter klar, wie dringend Hilfe zur Selbsthilfe notwendig ist. Christine Peters konzentriert sich dabei auf die Hilfe im Bildungswesen. Die jüngste Generation ist damit die wichtigste Zielgruppe ihrer Unterstützungsarbeit. Durch eine gute Ausbildung der heutigen Kinder und Jugendlichen wird die Arbeit durch das AFG-Projekt bereits in der nächsten Generation enorme Früchte abwerfen. Auch Mädchen dürfen zwischenzeitlich in Afghanistan zur Schule gehen. Lange Zeit wurden ihnen die Schulausbildung und somit auch die Berufsausbildung verwehrt. Heute wird an der Grundschule St. Bonifatius das Schulfest gefeiert am Ende der Projektwoche. Und ich darf heute hier das Afghanistan-Projekt vorstellen, worüber ich mich sehr freue. Wieso kam es denn dazu, dass Sie sich an dem Afghanistan-Projekt beteiligen? Ja, Frau Peters, aufmerksam geworden sind wir durch einen Zeitungsartikel über Ihre tolle Aktion, Schulranzen zu sammeln für Kinder in Afghanistan. Und dann hatten wir dem Kollegen gesagt, das ist eine tolle Sache, da möchte auch die KGS Bonifatius sich gerne beteiligen.
Und daraufhin sind wir in Kontakt getreten und hatten dann gemeinsam ja die Idee, dass sie auch auf unserem Schulfest zu Gast sein können. Wir haben das Thema eine Schule, viele Länder. Da bietet es sich ja wirklich richtig gut an und haben dann überlegt, ob sie auch hier ihre Aktion mit den Heften machen können. Und wenn ich also sehe, bisher ist es ein großer Erfolg. Wir haben also schon sehr viele Hefte verkauft. Die Menschen, die hier vorbeigekommen sind, haben gesagt, nur 1 Euro für 3 Hefte, da beteiligen wir uns gerne. Und wir freuen uns, dass die Kinder in Afghanistan auch etwas zum Schreiben haben. Das gezeigte Video soll Ihnen vor Augen halten, welch wertvollen Beitrag Sie mit dem simplen Kauf von Schulmaterialien geleistet haben. Die Aktiven dieses Projekts, insbesondere Christine Peters, möchten sich daher noch einmal bei allen Unterstützern sehr herzlich bedanken und wünschen der KGS St. Bonifatius auch im nächsten Jahr wieder ein solch schönes Schulfest. Musik